Über 600 Millionen Autos sind weltweit auf den Straßen unterwegs, Tendenz steigend. Trotz hoher Benzinpreise und begrenzter Erdölreserven werden die meisten Autos immer noch von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Dabei gilt der CO2-Ausstoß als Klimakiller Nummer 1. Ganz klares Ziel muss es sein, den Spritverbrauch zu reduzieren oder ganz auszuschließen. Alternativen müssen her, die die Emissionen deutlich senken. Insbesondere für die innovativen Fahrzeuge der Zukunft wird Leichtbau ein wichtiges Kriterium sein. Biosprit, Batterie oder Brennstoffzelle. Welche Vor- und Nachteile haben die alternativen Techniken und Treibstoffe? Welche Lösung wird sich durchsetzen? In 20 Jahren erwarte ich viele Millionen Elektrofahrzeuge bereits im Betrieb auf der Straße. Wie und womit fahren die Autos der Zukunft? Automessen zeigen die Trends in Sachen fahrbarer Untersatz. Doch wo sonst protziges Design und PS-starke Motoren im Vordergrund stehen, versuchen sich die Hersteller immer mehr mit geringen Verbrauchs- und Emissionswerten zu unterbieten. Besonders alternative Antriebssysteme liegen voll im Trend. Die Zukunft der Mobilität ist grün. Doch was ist davon heute schon zu sehen? Am Institut für Kraftfahrzeuge in Aachen forschen Ingenieure an der Entwicklung neuer Technologien und Antriebskonzepte. Doch trotz aller Innovationen weiß man hier, Diesel und Benziner werden nicht so bald aus dem Straßenverkehr verschwinden. Der Verbrennungsmotor ist hochentwickelt und es ist nicht ganz einfach, wettbewerbsfähig zu sein mit neuen Antrieben gegenüber dem, was er heute leisten kann. Das Thema, was wir beantworten müssen für die Zukunft, ist, unabhängiger von den fossilen Ressourcen zu werden. Beim Verbrennungsmotor gibt es da auch Ansätze, zum Beispiel Biomass to Liquid. Das heißt, wir generieren Kraftstoff synthetisch, zum Beispiel in dem Fall aus Biomasse. Und insofern würden wir dann auch unabhängiger von fossilen Ressourcen. Schweden ist einer der Vorreiter in Sachen Biomasse. Über 100.000 Autos fahren dort bereits mit dem sogenannten Bioethanol. Über ein Drittel der Tankstellen verkauft den umweltschonenden Kraftstoff. Auch Brasilien setzt auf nachwachsende Rohstoffe. Mehr als die Hälfte des Treibstoffverbrauchs wird mit Biosprit gedeckt. Während dort der Beimischungsanteil zu Benzin bei mindestens 20% liegt, sind es in Deutschland nur ca. 5%. Reinen Biodiesel oder Ethanol tankt hier kaum einer. Dabei hat Biosprit einen entscheidenden Vorteil. Im Gegensatz zu Mineralöl ist er CO2-neutral. Man baut eben eine Pflanze auf der Ackerfläche an. Diese verbraucht CO2, wandelt diese um zu Sauerstoff und später und aus dieser gewinnt man dann den Biokraftstoff und verbrennt ihn wieder. Das heißt, man hat in einem Kreislauf CO2 einmal verbraucht und gibt ihn dann wieder an die Umwelt ab. Die Klimabilanz steht und fällt jedoch mit der Art des Anbaus. Ein hoher Energieaufwand relativiert den ökologischen Nutzen. Auch der Rohstoff ist umstritten, denn Biosprit wird hauptsächlich aus Futterpflanzen wie zum Beispiel Mais und Raps produziert. Die Frage ist, aus welcher Quelle nehmen wir den Biokraftstoff? Die sogenannte erste Generation hat sich bedient aus Zuckerrüben und Getreide. Und damit stand das im direkten Wettbewerb zu unserer Nahrungsproduktion, was natürlich ungünstig ist. Insofern hoffen wir jetzt alle auf die zweite Generation. Zu dieser zweiten Generation gehören Reststoffe wie zum Beispiel Holzabfälle, Altreifen und Tiermehl. Aber auch Diatropha, ein Wolfsmilchgewächs aus den Tropen. Die stark ölhaltigen Nüsse enthalten einen Giftstoff, der sie als Nahrungsmittel ungenießbar macht. Am Tropenzentrum der Universität Hohenheim forschen Agrarwissenschaftler an der Kultivierung der bisher wilden Ölpflanze. Professor Klaus Becker schätzt an Iatropha nicht nur die hohe Energieausbeute. Wenn die Sache richtig angefasst wird, ist es der Energielieferant der Zukunft, weil wir sie nicht in Monokultur in der Zukunft sehen wollen, auf Millionen Hektar, sondern wir wollen sie sehen in Verbindung mit anderen Energiepflanzen, die nicht essbare Öle produzieren, und möglicherweise kombiniert mit Nahrungsmittelpflanzen nach einer gewissen Zeit, weil wir wissen, dass Iatropha die Flächen wieder regeneriert. Das heißt mit anderen Worten, auf Flächen, wo wir im Moment nichts mehr anbauen können, außer Iatropha oder anderen Energiepflanzen, werden in der Zukunft zwischen den Reihen wieder
Nahrungspflanzen angebaut werden können, im Schutze der Energiepflanzen. Um an den energiehaltigen Saft zu gelangen, müssen die Samen ausgepresst werden. Solche mechanischen Pressen werden zum Beispiel in kleinbäuerlichen Kommunen direkt in den Entwicklungsländern genutzt. Bei der industriellen Produktion sind die Dimensionen größer. In diesen Anlagen wird das native Pflanzenöl zudem umgewandelt. Der zähflüssige Glycerinanteil muss vom Öl getrennt werden, da er sonst den Transport zum Motor behindert und eine schlechte Verbrennung verursacht. Chemiker forschen an einer Optimierung dieser sogenannten Umesterung. Wir bekommen dann eben nicht diese Pflanzenöle, sondern eben den dazugehörigen Methylester. Dieser hat eine niedrige Viskosität und entspricht vom Verbrennungsverhalten ähnlich dem Mineralöldiesel. Durch die Zugabe eines bestimmten Katalysators wird die Reaktion beschleunigt. Nach einer Stunde teilt sich die Biodieselphase von dem darunter schwimmenden Glycerin. Im Vergleich zu dem Ausgangsstoff ist der Biodiesel deutlich klarer und flüssiger. Warum also stellen wir unseren Spritbedarf nicht komplett auf Biokraftstoff um? Ist allein die Technik das Problem? Viele Autos müssten tatsächlich umgerüstet werden. Man muss einige Materialveränderungen im Motor vornehmen. Denn es gibt eben immer, zum Beispiel eben bei Dichtungsringen, die Probleme, dass diese vom Biodiesel auch angegriffen werden, weil er eben einen Teil daraus rauslösen kann. Aber es scheitert auch an der Kapazität der Anbauflächen. Zumindest Pflanzenöl könnte den immensen Kraftstoffverbrauch niemals decken. Die Möglichkeit, unseren flüssigen Energiebedarf auf der vorhandenen Landfläche der Welt zu produzieren, ist illusorisch. So wie wir es jetzt machen aus reinem Öl, geht das nicht. Dafür haben wir zu wenig Fläche. Und das würde auch sehr stark die Ernährungssicherheit, besonders in den Entwicklungsländern, belasten. In England haben Wissenschaftler eine ganz andere Variante des Biosprits für sich entdeckt. Dieser Bolide fährt mit Reststoffen aus der Schokoladenproduktion. Doch das ist nicht der einzige Ökofaktor. Viele Teile des Rennwagens bestehen aus pflanzlichen Rohstoffen. Wir haben eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialien verwandt. Naturfaser für die Karosserie. Dieses Teil ist zum Beispiel aus Flachs. Das Lenkrad besteht aus Karottenfasern. Kartoffelstärke kam bei den Außenspiegeln zum Einsatz. Und der Sitzschaum besteht aus Sojabohnenöl. Werden in Zukunft also unsere Fahrzeuge aus Gemüse hergestellt? Bislang ist der Einsatz solcher Biotechnologie im Automobilbau noch ein Experiment. Denn bevor die erneuerbaren Materialien Serienreife erlangen, müssen sie auch einiges aushalten können. Wir müssen über der Laufzeit des Fahrzeugs gewährleisten, dass die Festigkeit erhalten bleibt. Und Sie wissen, dass wir da alle Umweltbedingungen mit berücksichtigen müssen. Vom Einsatz eines Fahrzeugs in der Sahara bis zum Einsatz in der Arktis muss letztendlich ja mehr oder weniger, müssen extreme Klimate abgedeckt werden. Und da ist es natürlich schwierig, auf solche Materialien letztendlich zu setzen. Das Material spielt im Fahrzeugbau eine immer wichtigere Rolle. Autobauer setzen mittlerweile nicht nur bei Sportwagen auf extrem leichte Werkstoffe. Der Einsatz von Leichtbaumaterialien macht sich positiv auf die Ökobilanz von Benzinern und Dieselfahrzeugen bemerkbar. Denn je weniger ein Auto wiegt, desto weniger Sprit verbraucht es. Energieeffizienz durch maximale Gewichtseinsparung. In Darmstadt forschen Leichtbauspezialisten an neuen Materialien und Einsatzgebieten im Automobilbau. Man kann rechnen, pro 100 Kilogramm Gewichtseinsparung bei einem Mittelklassewagen erspart man ungefähr 0,2 bis 0,3 Liter pro 100 Kilometer ein. Vorbild ist der Rennsport. Konstrukteure verbauen in Formelboliden schon seit längerem superleichtes Aluminium und Carbon, ein Kunststoff mit Kohlefaseranteil, um maximale Geschwindigkeiten zu erzielen. Bei diesem Sportwagen wurden unter anderem die schweren Scheiben durch Plexiglas ersetzt. Stahl ist hier kaum noch zu finden. Viele Karosseriebauteile bestehen aus Sandwich-Konstruktionen mit dem Hartschaumstoff Rohhaarzell als Kern. Trotz ihres geringen Gewichts halten die Leichtbauteile auch den hohen Belastungen eines Extremsportwagens stand. Sie haben natürlich insbesondere bei Sportwagen andere Anforderungen als im normalen Straßenverkehr. Die Anforderungen sind deutlich höher. Sie müssen auch eine Crashsicherheit mit diesen Bauteilen generieren können, auch die ist geprüft. Sie haben natürlich eine Steifigkeit, die
mindestens genauso gut ist wie in der Stahlbauweise. Trotz mehr Ausstattung werden die Autos in Zukunft immer leichter. Die Verbrauchswerte sinken und dadurch auch die Emissionen. Doch ganz ohne Schadstoffausstoß geht es bislang noch nicht. Hoffnungsträger sind momentan die Hybridfahrzeuge. Sie kombinieren zwei unterschiedliche Antriebssysteme, zum Beispiel einen Otto mit einem Elektromotor. Am Institut für Kraftfahrzeuge forschen die Wissenschaftler an der Optimierung dieses automobilen Zwitters. Wir haben dieses Fahrzeug umgebaut zu einem sogenannten Parallelhybrid. Das heißt, hier arbeitet der Verbrennungsmotor jetzt gemeinsam mit einem Elektromotor. Das heißt, was wir hier tun mussten, um das Fahrzeug so auszurüsten, ist hier vorne im Motorraum zusätzlich noch einen Elektromotor zu installieren. Wir sind jetzt in der Lage, mit diesem Fahrzeug eine begrenzte kurze Strecke auch rein elektrisch zu fahren. Das Ziel ist aber, dass die beiden Motoren, Verbrennung und Elektromotor, gemeinsam zusammenarbeiten und immer den optimalen Betriebspunkt finden, je nach Anforderung des Fahrers. Die Gewichtung der beiden Motoren ist je nach Hybrid unterschiedlich. Beim sogenannten Mild-Hybrid funktioniert die Batterie als Unterstützung des Verbrennungsmotors. So liefert beim Starten oder beim Überholvorgang der Strom einen zusätzlichen Schub auf das Antriebsmoment. Tritt man dann auf die Bremse, gewinnt die Batterie wieder Energie zurück. Ein Generator setzt die Geschwindigkeit des Autos in Elektrizität um, mit der die Batterie geladen wird. Damit ist das Fahrzeug für den nächsten Start mit Batteriestrom bereit. Ein anderes Konzept ist der Full-Hybrid. Batterie und Elektromotor bilden hierbei den Hauptantrieb. Bis zu 60 Kilometer soll der Wagen alleine mit Strom auskommen. Der Verbrennungsmotor dient lediglich zur Aufladung der Batterie. Er springt automatisch an, wenn die Batterie bis zu einem gewissen Grad entladen ist. So erhöht sich die Reichweite mit einer Tankfüllung auf bis zu 500 Kilometer. Der Stromerzeuger lädt die Batterie aber nicht komplett wieder auf. Das geht nur an der Steckdose. Rein elektrische Autos fahren bisher kaum auf den Straßen. Dabei sind sogenannte Vollstromer nicht neu. Schon in den 90er Jahren versuchen die Hersteller, serienreife Modelle auf den Markt zu bringen. Doch es hapert damals vor allem an Gewicht, Reichweite und Preis. Probleme, die auch heute noch den Entwicklern zu schaffen machen. Denn je leistungsstärker die Batterie, desto größer und schwerer. Sie können im Grunde ja beliebig große Batterien installieren, nur irgendwann hört es auf, Sinn zu machen. Dann fahren Sie im Prinzip nur noch eine Batterie spazieren, also im Wesentlichen das Gewicht der Batterie. Befindet sich die Batterieentwicklung in einer Sackgasse? Mit verschiedenen Konzepten versucht man, das Missverhältnis von Gewicht und Leistung zu lösen. Eine Möglichkeit, der Lithium-Ionen-Akku. In der Flachzelle erzeugen hin und her wandernde Lithium-Ionen Strom. Damit kein Kurzschluss entsteht, trennt eine durchlässige Membran den Plus- vom Minuspol. In Kamenz forschen Chemiker an speziellen Komponenten, mit denen die Akkus auch bei hoher Energiedichte kompakt und vor allem sicher sind. Entscheidend hierfür ist das Material. Wenn dort eine reine Kunststoffmembran wäre, dann würde die bei ca. 120, 130 Grad Celsius anfangen zu schmilzen, ähnlich wie eine Plastiktüte auch. Wir setzen schon seit längerer Zeit den keramischen Separator ein und haben diesen jetzt kombiniert mit besonderen elektrisch leitfähigen Zusatzstoffen, die dann dazu führen, dass wir auf der einen Seite eine bessere Sicherheitsverhalten haben und auf der anderen Seite eine höhere elektrische Leistungsfähigkeit. Durch diese Membran sind die Cerio-Flachzellen hitzebeständiger und explosionssicherer als ihre Vorgänger. Auch das Eindringen von Metall in den Akku, wie etwa bei einem Autounfall, stellt kein Sicherheitsrisiko mehr dar. Doch wie leistungsstark ist die Lithium-Ionen-Batterie? Welche Faktoren machen Elektrofahrzeuge erst wirklich umweltfreundlich? Und welche weiteren Alternativen gibt es zur Batterie? Bleiben Sie dran! NTV.